Sie umarmen ihre Flaschen, schauen verliebt auf ihr Produkt. Das sind die 10 Brauer der Bierregion Innviertel. Sie werben mit ihrem neuen Plakat für den bevorstehenden Biermärz. Es kommt auch die Persönlichkeiten von den einzelnen Brauern ein bisschen hervor. Und jeder umarmt sein Bier einfach als ja, die Liebe zum Produkt, die Leidenschaft zum Brauen, die Vielfalt in der Region. 150.000 Hektoliter Bier produzieren die 10 Brauereien im Innviertel. 84 Sorten gibt es. Vor 12 Jahren setzten sie sich zusammen an einem Tisch. Die Bierregion Innviertel war geboren. Wir haben gesagt, wir in Oberösterreich stehen fürs Bier, das Innviertel. Flächenmäßig die meisten Brauereien generell, das war dann unser Thema. Die Brauer, die alle kräftige Burschen sind mit großen Händen, das ist meine Geschichte, die ich da gerne erzähle, die auf einen Tisch zu bringen und die zu überzeugen, dass miteinander gedacht und hinter einem Thema stehend viel weitergebracht werden kann, das war das Ausschlaggebende. 31 Tage lang dauert der Biermärz. 50 Veranstaltungen gibt es. Sie öffnen ihre Brauereien, Gastrobetriebe kreieren eigene Menüs, Kunstausstellungen rund ums gerstige Getränk. Das Bier ist einfach einen Monat lang der Star. Der erste Biermärz, diese Veranstaltungen, ich weiß nur ganz genau, das waren 18, die haben auf einer kleinen Postkarte Platz gehabt und seitdem hat sich das kontinuierlich quasi entwickelt. Ich finde, das Biermärzprogramm ist ein toller Reigen über Bier, Kulinarik, Kunst und Kultur. Im Lorihof in Wippenham ist am 1. März der kulinarische Auftakt. Biersommeliers erzählen ihr Wissen und er bildet die zukünftigen Bierbotschafter aus. Dann haben wir im Haus eine kleine Versuchsanlage bekommen. Dann haben wir sie zertifizieren lassen von verwandter Brauereien. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, dass auch die Wirte das auch erkannt haben, dass man eine gescheite Bierpflege machen muss, dass man den Konsumenten ein schönes Bier hinstellt. Ich sage, es ist wie beim Essen. Beim Essen weiß man, das muss man schön aufs Teller bringen, das Teller muss sauber sein und so ist es auch im Bier. Ende Februar startet der Biersommelier-Kurs in der Brauerei Ried. Danach steht alles im Zeichen des Biermärz. 31 Tage lang. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auch online. LT1 überträgt am 2. März die Live-Bierverkostung im Fernsehen.